Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 16. November. Heute dabei Amazon, Bloomberg, Twitter, Motorola und Motorola. Ihr merkt seine Doppelung schon. Es war nicht so viel los, aber steigen wir einfach mal ein mit einer News, die eigentlich eine Korrektur ist für gestern. Denn da hatte ich ja berichtet, dass Amazon Prime Video drüber nachdenkt, also Amazon denkt nach, auch ein Prime Video werbefinanziert rauszubringen. Und das stimmt nicht. Das hat nämlich jetzt ein Amazon-Sprecher bekannt gegeben. Die Planung existiert nicht, es ist eine Ente und von daher, es wird keine werbefinanzierte Version kommen. Und wenn wir schon bei Amazon sind, die haben auch was anderes, ja, zwar geplant, aber werden sie jetzt nicht umsetzen, und zwar ihren TV-Dienst. Amazon hatte sich überlegt, sie machen es wie die Kabelanbieter und nehmen diverse Live-TV-Kanäle und Serienkanäle von Hulu und anderen Diensten, bundeln die zusammen, so wie es in Amerika im Kabelfernsehen üblich ist und teilweise auch hier in Deutschland, und bieten die dann dementsprechend ihren Kunden an. Tja, und das ist alles ein bisschen aufwendig, die Verhandlungen sind zu schwierig und am Ende des Tages hat Amazon gesagt, ja du, wir wissen nicht, wie wir damit Geld verdienen sollen, und haben die Idee dann einfach gecancelt. Also zwei negative Infos von Amazon, oder nicht unbedingt negativ, einmal eine Ente und einmal eine Absage für eine Idee. Und dafür haben wir bei Bloomberg eine Idee, die jetzt endlich mal finalisiert wurde und ein Datum bekommen hatte. Denn bereits im Mai wurde bekannt gegeben, dass Bloomberg, das ist ein Nachrichtendienst, falls ihr das nicht wisst, dass die auf Twitter basierend ein Nachrichtennetzwerk starten werden. Also 24 Stunden News rund um die Uhr und das Ganze läuft auf Twitter ab. Und da haben sie jetzt auch wirklich das Datum bekannt gegeben. Es startet am 18. Dezember. Wie das dann genau aussehen wird, ich bin gespannt. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Zumindest haben Bloomberg ja jetzt, wie wir auch, 280 Zeichen zur Verfügung. Ja, was auch zur Verfügung steht, das ist jetzt bei den Motorola Moto-Telefonen die Alexa-App. Die gibt es nun im Store, die kann man sich runterladen und auf allen Moto-Geräten installieren, sogar auf dem ganz alten Moto Z der ersten Generation. Dort hört die Alexa dann halt nicht die ganze Zeit zu. Das hat dann wohl technische Gründe. Aber schöne Sache. Also die Moto-Geräte haben dann auch ihren Assistant. Und der kommt aus dem Haus Amazon. Also heute ist schon eine sehr Amazon-lastige Folge, aber auch eine Motorola-lastige. Denn die letzte News für heute, und ich habe sie auch nur reingenommen, damit wir auch auf 5 News kommen, denn es war wirklich nicht viel los, geht wieder um Motorola, und zwar um einen Mod. Die Motorola haben ja diese Mods, das sind Rückseiten für die Motorola-Telefone, die entsprechende Funktionalitäten haben. Und der neueste Mod ist ein Fotodrucker von Polaroid. Also ist auch Polaroid gebrandet. Die sich noch ans alte Instagram-Icon nicht erkennen, sondern erinnern, die werden das auch ein bisschen wiedererkennen, denn das basiert ja auch so ein bisschen auf der Polaroid Optik mit dem Regenbogen. Und so hat man den Drucker hinten am Telefon dran, hat oben auch einen Auslöseknopf, um ein Foto zu schießen, und dann wird das Foto direkt an der Seite rausgedruckt. Schöne, witzige Sache. Wer ein Motorola hat, wo das Mod dran passt, kann sich's mal angucken. Alle anderen sagen, ja, wissen wir Bescheid, und hoffentlich gibt's morgen mehr News. Das denke ich mir nämlich auch. Von daher, ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag. Die Arbeitswoche ist ja bald rum und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.